Hallo und herzlich willkommen zu meinem Häkel-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr nahtlos ein neues Wollknäuel anfangen könnt, wenn das alte zu Ende geht. Das ist einfacher als ihr denkt und ich habe einen tollen Trick für euch. Zuerst braucht ihr euer aktuelles Häkelprojekt und das neue Wollknäuel, das ihr verwenden möchtet. Ich habe hier ein Beispiel für euch vorbereitet. Ich beginne damit, dass ich einen einfachen Knoten mache, um den neuen Faden an den alten zu binden. Achtet darauf, dass der Knoten fest, aber nicht zu dick ist. Jetzt häkle ich den Anfang und das Ende des neuen Fadens mit ein. Das sorgt dafür, dass alles sicher und ordentlich bleibt. Schaut genau hin, wie ich das mache. Und so häkeln wir weiter, als ob nichts passiert wäre. Seht ihr, wie nahtlos der Übergang ist? Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt oder eure eigenen Projekte teilen möchtet, hinterlasst mir doch einen Kommentar. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Danke! Fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hier seht ihr noch einmal das Endergebnis. Viel Spaß beim Häkeln und alles, alles Liebe, eure Andrea.